Hallo Afobs, willkommen im Nobbenstein-Studio. Ich bin der Michael. Und ich bin der Marco, hallo. Marco und ihr da draußen, ich habe was Besonderes diesmal. Also wir haben von Qingbao hier dieses City in the Sky Set bekommen. Ja. Und das war kaum da, da hatte ich es schon. Ich finde es Hammer, das Ding. Also wir haben hier das City in the Sky von Qingbao mit einer tollen Box. Darf ich das erstmal hier, bevor wir das erstmal die Box sehen. Ne? Schöne Box wieder mit erhabenem ja, ja, Design. Erhaben, genau. Und also einem Innenkarton, wo dann schön die Anleitung drin lag. Ja, muss mir zeigen. Schau, ich finde die immer wieder schön. Ich meine, die Qingbao-Sets haben das, glaube ich, alle so, ne? Ja, die größeren, ja. Sehr, sehr schön. Gell, fein, ne? City in the Sky. Das heißt, eine Stadt im Himmel. Das ganze Besondere an dem Set ist diese Spieluhr. Das muss ich dir nicht sagen, du warst ja auch ganz heiß drauf. Ich war sehr heiß drauf und ich habe es schweren Herzens dir zum Bauen überlassen und habe es dann nicht ausgehalten und habe mir auch eins geholt. Ich hab's bisher halb aufgebaut, du hast eins fertig aufgebaut. Also bist du derjenige, der davon berichtet. Vollkommen okay, dass du das gemacht hast, weil das lohnt sich wirklich. Also ich finde es bezaubernd. Ne? Du hast hier eine Bauanleitung. Ja, so ein... Ne? Wir haben 1179 Teile. Teils Technik hier unten, also viele Zahnräder und ich drehe das mal vorsichtig, damit man die ganzen Zahnräder von hinten auch mal sieht. Ja, mach mal. Hier ist ordentlich was los. Wobei, wenn ich mit Zahnrädern arbeiten muss, ich mir ein bisschen Angst habe. Hm? Ob ich das so richtig mache, ob das alles so passt. In diesem Falle hat es gepasst. Anleitung. Hier vorne steht in der Anleitung auch noch ein, zwei Sätze drin. Zum Designer des Sets. Genau. Da ist auch eine Unterschrift vorne drauf. Das scheint die Unterschrift des Designers zu sein. Du kennst dich aber auch wieder aus. So. Und City in the Sky. Hier vorne ist ein Schild. Laputa Castle in the Sky. Weißt du, das schon der Lehre, oder was? Ein bisschen. Das ist ein Anime. Ein Anime-Film. Okay. Oder eine Serie, da habe ich nicht genau hingeschaut. Du meinst also, in den Kommentaren wird man dazu wahrscheinlich mehr diese Stadt, die gibt es also auch zu sehen im... Die gibt es im Anime, also in einem japanischen Zeichentrickfilm zu sehen. Oder eine Serie, ich glaube, es ist ein Film. Also wir haben 85 Seiten Bauanleitung. Kleine Bauschritte, wirklich mit wenig Teilen, übersichtlich. Also, ja, es ist toll gemacht. Qingbao halt, ne? Das Besondere an dem Set ist, dass wir Noppensteine haben, ganz normale Noppensteine, eine metallene Spieluhr und eine metallene lange Stange, eine lange Achse, die Stadt mit dem Rest verbindet. Das ist also kein Kunststoffteil, das bei dem Gewicht auch sehr schnell brechen würde. Nein. Das ist eine Metallstange, die an einigen Stellen so ein bisschen geriffelt ist. Ne? Ja, genau. Um einfach auch, damit es Haltung hat. Und damit die Noppensteine oben dann halt auch drauf halten. Ich habe das Modell heute Morgen hierher gefahren im Auto und es hat nichts kaputt, hat sich nichts verändert. Also die Stange ist auch haltbar. Also das nicht so, dass dreimal berühren und dann fällt alles ab. Also wir haben hier einen riesigen Baum mit einem kleinen Flugzeug oder so hier daneben. Und wir haben hier eine Stadt, eine Tempelanlage, sieht wunderschön aus und das Ganze fliegt. Hier sind Wolken. Ja. Die sitzen so ein bisschen locker. Da muss ich gar nichts mit anfangen mit diesen weißen Dingen dann. Bis meine Frau gesagt hat, du schau doch mal, das sind Wolken. Aber jetzt geht das Video schon mehr als 5 Minuten lang. Wollt ihr auch sehen, wie sich das Ding dreht? Ich will sehen, wie sich das dreht. Du meinst, wir können während der Musik auch noch weitererzählen? Also erst müsst ihr die Musik mal lauschen. Also die Melodie, also ich habe sie immer im Ohr jetzt mittlerweile. Okay. Ich drehe mal, ja? Du drehst mal. Also auch diese Spieluhr, die ist wirklich, das ist kein, die hält, das ist stabil, die hat auch Gewicht. Das ist jetzt kein kleines Plastikset. So, das drehen wir ein bisschen auf. So. Und dann lausche man der Musik. Den Nachttisch. Das ist genial. Das dreht sich langsam. Die Wolken schweben. Siehst du das? Das ist so schön. Oder? Genial.
Das, hm? Ist, das ist wirklich genial. Also die Wolken gehen, die da, das sind praktisch unten drunter wie bei den Automodellzylinder, Automodell Zylinder, die so hoch und runter gehen. Wir haben hier eine Dreizylinder-Wolke und eine Einzylinder-Wolke. Also ich finde das, ich finde es genial, es gehört zu meinen Lieblingssitz. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich, also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist halt, das ist für mich, und ich habe zu Hause ganz viele Noppenstein-Sets, das ist ein ganz besonderes Set, ja. Weil eine Spieluhr da zu integrieren, hier mit dieser Schnittstelle Metall zu Noppensteine, diese Metallstange und diese, das ist eine Skulptur, das ist was, was man sich wirklich was für die Vitrine oder halt für einen Nachttisch oder für auf den Schreibtisch, das ist einfach, das ist schön anzuschauen. Es gibt Set, da schaue ich mir das Set an und sehe tolle Teile, aus denen ich irgendwas bauen möchte. Und ich sehe Sets, die will ich genauso, wie sie sind und will sie so lassen. Und das ist halt definitiv diese Kategorie. Das ist ein Kunstwerk. Das ist ein kleines Kunstwerk. Diese Melodie, die ist wahrscheinlich auch irgendwo zusammengehören, vielleicht mit dieser Anime-Serie. Das weiß ich nicht, ja. Auch da wird wahrscheinlich jemand, der den Film kennt oder die Serie kennt, in den Kommentaren noch was dazu schreiben. Geht auf jeden Fall ins Ohr. Und das Ganze, das oben, das leichte Drehen, die Wolken, die sich bewegen, dazu die Musik. Es hat natürlich auch was Mystisches, so Fantasy. Ne? Ich meine, da fliegt eine Stadt, damit geht es ja schon mal los. Die Wolken, die Stadt fliegt. Hier oben ist ein riesiger Baum, der alle Gebäude überragt. Als wäre das hier oben ein Palast und der Baum ist aber so riesig, dass er so ein Lebensbaum, ich weiß nicht, also es ist toll. Das ist so schön. Der Rollenspieler in mir fühlt sich da sofort inspiriert. Ja, also wie kommt man da hoch und wer lebt da oben und das ist toll. So Marco, jetzt nochmal zum Bauen. Wie gesagt, der erste Teil war hier unten, diese Technikabschnitt. Ja, und genau bis hierhin bin ich gekommen. Mit diesen ganzen vielen Zahnrädern oder was. Genau. Das hat bei mir wunderbar funktioniert. Ohne dass ich Zahnradexperte bin. Wunderbar funktioniert. Und der zweite Teil ist praktisch hier oben das. Und da war es am Anfang ein bisschen tricky. Du hast hier diese, wie nennen sich denn diese Teile, die du zusammensteckst? Solche Hinge-Plates, die dann halt solche Winkel erzeugen können. In Mengen. Ich weiß, nicht, wie viel. Überall diese ganzen Winkel. 60 von den Dingen hier. Also wer das, wer das Set wirklich ausschlachten möchte, bauen, damit hat davon halt jede Menge. Das wird nicht ausgeschlachtet. Das wird nicht ausgeschlachtet. Ich warne euch, das wird nicht ausgeschlachtet. Aber diese Teile in Mengen, mit denen du praktisch diese Rundung dahin kriegst. Hier überall sitzen also die dazwischen. Also wie gesagt, das wirst du dann auch merken, wenn du soweit bist. Ein bisschen tricky, wenn du am Anfang da bist. Mhm. Ne? Weil du setzt dann, du machst erst diesen Kreis und dann in die Mitte hast du diese Platte, so eine Plate, die wie ein Stoppschild, eine achteckige Plate. Plate. Und die setzt du praktisch, die legst du nur in die Mitte drauf und musst die dann wieder mit anderen Noppensteinen oder Plates befestigen. Mhm. Und wenn du da zu grob und zu wild bist, dann kannst du sein, dass du das alles wieder auseinanderdrückst. Mhm. Wenn du das aber mal fest hast, Bombe, hält. Also das hält. Aber wie bei manchen Sets halt, die halt ein bisschen was hermachen, dauert es einen Moment, bis die Haltbarkeit wirklich da ist. Ist jetzt auch nichts, womit dann das dreijährige Kind spielt. Weil dann, nein, aber wie gesagt, ich habe sie hergefahren. Du. Ich bin 40 Kilometer heute Morgen durch die Raschauer gedüst. Ja. Und das war so, das hast du so draufgesteckt gehabt. Du hast es nicht irgendwie von Nummer runtergenommen. Nein, oder in einem Set so hierher gefahren. Also wirklich, okay, dann ist es stabil genug. Ja, auf jeden Fall. Unser Tisch wackelt, deswegen ist hier gerade ein bisschen Sturm. Aber darf ich nochmal? Ja. Okay. Was können wir denn noch so erzählen? Ach, Leute, ich habe wieder so viele Steine übrig gehabt. Das war für mich wieder unfassbar. Dann zeig doch mal, dann hol mal die Steine, die du übrig hast. Nicht so laut, ich möchte was hören. So. Ein Zusatzbeutel. Zinkbau-typisch. Ne? Ja, mit kleinen Teilen. Und jede Menge. Teile. Warum? Wieso? Das wissen die Götter. Die kleine Zweierachse in Schwarz. Das ist immer schön. Ja. Also wir hatten 5 Bauabschnitte übrigens. Xingbao, nummerierte Beutel, konntest bauabschnittmäßig alles auspacken. Und bei jedem der Bauabschnitte war immer ein kleiner Prozentsatz der Teile übrig. Das sind nicht immer die gleichen Teile. Da wird halt gepackt und wenn es halt irgendwie 10 Teile sein müssen, legt man lieber 12 bei, als dass es 9 sind und so. Ja, aber so deswegen so ist immer was übrig. Aber ich finde es grandios. Wenn ich jetzt das abzählen würde und euch sagen würde, es sind genau 17 von denen, würdet ihr in den Kommentaren schreiben, bei mir waren es aber 19 oder bei mir waren es 15 oder so. Das ist halt, das schwankt. Aber es ist meistens was übrig. Selbst Zahnräder waren noch da. Ne? Und dass ich nicht vergessen habe, das siehst du daran, es dreht sich.
Schick. Fein, gell? So. Haben wir noch was? Das Einzige, was ich beim Bauen ein bisschen seltsam fand... Ein Print, ne? Hier vorne. Ja, ein Print. Sonst hatten wir genau. Nichts. Aufkleber gibt's nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass diese Wolken und diese Technikachsen, die sind nicht irgendwie fest miteinander verbunden, sondern die werden da halt so reingesteckt und das ist so ein bisschen wackelig, aber es funktioniert dann. Also ich finde, das gehört so. Das sind Wolken, die schweben rum, die fühlen sich wohl, die tanzen zur Musik. Dann kannst du dich nicht so festmachen. Also, sie tanzen zur Musik, in ist Ordnung. Doch klar. Hast du mich überzeugt. Bin ich jetzt zu kitschig? Bei dem Set kann man ein bisschen kitschig werden. Ich das auch. Set ist schon was ganz Besonderes. So, wollen wir nochmal zusammenfassen oder hast du noch irgendwelche Fragen zu diesem wunderbaren Set? Nee. Ich wollte nur noch sagen, dass ich die Farbgebung mit dem Tan und dem Grün und so toll finde. Hier unten mit dem Gold dazwischen ist auch, geht so ein bisschen vom Genre her auch in die Richtung Steampunk. Diese Zahnräder und so ein bisschen Gold und verziert und so. Also so wie das hier unten aufgemacht ist, auf jeden Fall. Ja. Kann ich dir da noch recht geben. Vielleicht ist der Anime auch aus diesem Genre. Ich glaube, sobald das Video veröffentlicht ist, werden wir ein paar Stunden später interessante Infos über den Anime finden. Ich kenne es gar nicht. Aber ohne den Film bitte zu spoilern, denn vielleicht würde ich ihn mir auch mal angucken. So. Da kannst du dich doch freuen, wenn du das weiterbaust. Ja, genau. Also, wir haben hier die Stadt in den Wolken, ne, von Qingbao, die 5001 mit 1179 Teile und ich denke mal noch ein paar zerquetschte. Ja. Ne? Figuren waren keine dabei, warum auch immer. Wer braucht sowas dabei? Nee. Wir liegen unter 55 Euro, soweit ich das im Überblick habe. Haben eine Größe von 16 x 16 cm und eine Höhe von 26. Und wirklich haltbar. Das bewegt sich, muss sich alles bewegen, aber es ist wirklich haltbar. Das Bauen ist anspruchsvoll. Wegen der ganzen Zahnräder wahrscheinlich. Wegen der Zahnräder, wegen dem, was ich hier oben beschrieben habe. Ja. Aber alles machbar. Mhm. Kein Hexenwerk. Und das Besondere ist einfach die Spieluhr. Ja. Die funktioniert tadellos, die ruckelt nicht, die macht nicht, die läuft und macht ein tolles Lied. Und wer sich fragt, wie die Spieluhr denn hier drauf sitzt, dieser große Slope hier, dieses schwarze Teil, ist bereits fest verschraubt mit der Spieluhr, wenn man das Set aufmacht. Die Spieluhr ist in so extra Bubble Wrap, schön eingepackt. Wie nennt ihr das bei euch im Lager? Luftpolsterfolie. Bubble Wrap. Okay. Der Maßstab und Luftpolsterfolie. Ist in Luftpolsterfolie eingepackt und bereits mit diesem großen Noppenstein fest verbunden. Ja. Das heißt, man nimmt das Teil, man setzt es drauf, setzt es da, setzt dabei hier diesen Metallstift, diesen viereckigen, in dieses Verbindungsstück rein. Fertig ist es. Und läuft. Es läuft. Das sitzt nicht lose drauf, das sitzt bombenfest. Micha, das ist ein wunderschönes Set. Das ist es. Und ich muss mir da jetzt mal auf die Schulter klopfen. Und ich muss euch auf die Schulter klopfen, denn ich hatte das Set im Qingbao-Katalog gesehen und habe Klaus gesagt, Klaus, das Set ist toll. Ich will das Set haben, wir müssen das bestellen. Klaus war erst ein bisschen skeptisch. Dann kamen aber noch ein paar Anfragen. Wie, war skeptisch? Doch nicht bei dem Set. Ja, es ist halt schon was Spezielles. So eine Skulptur und mit einer Spieluhr, aber es ist klasse. Und dann kamen noch ein paar Mails von Kunden, die nach genau diesem Set gefragt haben. Okay. Und hier ist es. Dankeschön. Dankeschön. Es ist toll. Also. Also, es gehört zu meinen Lieblingssets. Ja, wirklich. Es ist super. Das kommt bei mir in die Vitrine, das kriegt einen Ehrenplatz. Und ich glaube, wenn Leute zu Besuch kommen, dann wollen sie alle hören. Wollen sehen, wie das funktioniert. Also das ist ein Hingucker, ein echter Hingucker. Auf jeden Fall. Marco, das war's aus dem Noppensteinstudio, oder? Das war's für heute aus dem Noppensteinstudio. Und ich würde sagen, das war auch was. Also das ist was ganz Besonderes gewesen. Auf jeden Fall. Hinterlasst ein Like, falls euch das Set gefällt. Und sind wir jetzt mal ehrlich, denen gefällt dieses Set nicht. Also, ja, ich will es nicht übertreiben. Es ist ganz okay. Ich finde es toll. Ich find's toll. Ich bin sehr happy, dass das Set jetzt da ist. Wann hörst du auf zu reden? Gleich. Gut. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Und Noppensteine kann man nie genug haben. Hier sind wieder 1179. Ganz schön viele für das kleine Ding. Plus X mehr, genau. Ja. Da bleibt uns nur noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.
So, Marco, komm, ich gebe nochmal Gas. Jetzt machen wir das nochmal an, genau. Jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Und vielleicht bist du dann endlich mal ruhig. So. Fein. Ist es schön? Ja.